So, wie versprochen, haben wir jetzt doch ein wenig Action. Da vorne in diesem kleinen Hof sitzt ein feindlicher Gegner. Wir haben noch nicht so ganz gecheckt, wer das jetzt nun ist. Von uns ist es definitiv keiner. Ich sehe ihn. Den wurde. Er ist da hinten hinter der Wand. Wer kommt jetzt in die Schule rein? Das bin ich. Okay. Willst du ihn da hinten rummachen? Der ist hinter dem Haus da. Der ist, wenn du jetzt hier rechts, bist du auf dem... Ah, da, ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Der rennt weiter nach hinten. Der zieht sich zurück. Gehen weit ins Dorf rein. Ah, ja, der kommt nochmal. Wird doch wohl die Schule durchsuchen. Ich meine... Ja, ich glaube, der hat mich mittlerweile jetzt gesehen, weil ich stand ja jetzt ein klein wenig offen. Oh, hier vorne läuft auch noch einer. Da vorne läuft auch noch einer. Da ist noch einer. Wo? Bewacht den Eingang von der Schule. Wer hat geschossen? Ich. Getroffen. Der ist hier vorne hinter dem... Siehst du ihn? Der Bauwagen hier, der kleine blaue Bauwagen. Der kleine braune Bauwagen hier vor uns. Auf der, genau, der Zaun dahinter, rechts in dem Gebüsch. Rechts hinter dem, dahinter im Gebüsch. Ich sehe, er hat sich weggerollt. Der ist auf jeden Fall getroffen. Der rollt da rum. Ich geh an das grüne Haus, rechte Straßenseite. Ich hab gerade sein Bein gesehen. Aber pass auf, das sind zwei Craven. Der andere, der ist nach hinten abgehauen. Den du gesehen hast. Das hier war jetzt gerade noch ein zweiter. Die sind mindestens zu zweit. Ist okay. Muss ich jetzt nach unten, ja? Ich bewach die Treppe. Okay, ich guck auf die Leiter. Im Erdgeschoss weiß ich nicht. Wenn da einer ist im Erdgeschoss, den sehe ich nicht. Aber ins ersten Stock kommt der definitiv nicht. Sagt bestimmt aus. Umgerollt. Sagt bestimmt aus, jede Wette. Ja, mit Sicherheit. Ja, dann sitzt er trotzdem noch 30 Sekunden lang. Ja, aber ich den nicht. Vertrauen, dann... Den nicht. Was? Keine Ahnung, wohin ist. Er müsste doch noch, wenn dann, in dem Gebüsch sein, oder nicht? Ja. Erdgeschoss, keine Ahnung, was da los ist. Ins Erdgeschoss gerade. Welches Gebüsch? Also, die sind direkt am Vorgarten, oder? Direkt auf dem Rücken der Schule. Was hast du gewogen? Ob wir in einem Vorgarten sind? Los, jetzt lauf ich los, passt nein, auf. Die müssten immer noch in diesem Vorgarten sein. Einer, wo ich sie eben entdeckt habe. Einer zumindest. Und zwar links von diesem Vorgarten. Da ist so ein Dixie-Klo. Da ist so ein Dixie-Klo und daneben ist so ein blauer Bauwagen. Und da ist der eine. Da ist er ins Gebüsch gefallen. Also reingesprungen, der ist. Ich bewege mich hier vorne und links rum, ne? Ja, ich sehe dich. So, ich kann den Eingang von. Bin jetzt am Eingang von. Bei diesem roten Tor. Rechts daneben. Ich gerade überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich bin auch ganz am anderen. Bin ganz außen rumgelaufen zur Sicherheit. Sonst klappe ich nämlich immer wieder instant um. Geh mal um das Haus rum, Olli. Naja, ich schleich gerade rum. Guck in der Zwischenzeit, ob ich irgendwie den anderen erwische. Ob ich den irgendwie sehe. Wechsel mal die Straßenseite. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass die sich in irgendein Haus zurückgezogen haben. Wenn dann nur einer. Der andere ist da nicht weg. Wenn, dann hat er ausgelockt. Entweder hat er ausgelockt oder er liegt noch in dem Gebüsch. Der ist da auf keinen Fall von weggekommen. Jetzt ist natürlich keiner hier oben auf dem Dach, ne? Falls der Ghost. Falls der Ghost und da hinter mir steht. Ja, dann ist er erst in mindestens 5 Minuten da. Ich glaube eben nach dem Serverwechsel, nach 45 Sekunden schon den Server wechseln können. So, Olli, du müsstest ihn ja jetzt sehen. Nichts da. Nichts im Gebüsch? Ein Schwein hier. Ausgelockt. Da sieht der, liegt da! Oh, in dem braunen Gebäude, in dem braunen Ding! In diesem braunen Schuppen oder was? Ja. Okay. Wer schießt denn da? Olli schießt. Ich schieß auf ihn. Okay, ich seh dich schießen. Ich bin rechts neben dir im Kleingarten. Du hast ihn getroffen. Der muss tot sein. Ja, der muss tot sein. Ich schieß nochmal drauf. Der andere! Craven, schleichst du? Krabbelst du auf den Boden? Ich knie gerade, beweg mich nicht. Also, okay, wo ist der andere? Direkt hinter dir. Getroffen, tödlich. Hast du ihn? Tot. Nice, ja. Danke. Alter. Der war auf dem Weg zu dir, durch den Vorgarten runter da. Wir haben sie. Fuck. Das heißt, das waren beide. Müssten beide tot sein, ja.
Achtung, Olli, nicht, dass du jetzt schießt. Nee, nee, ich kenn dich ja. Ich stehe hier hinten. Siehst du mich? Oh nee, der lebt noch! Olli, leg dich hin! Liga. Wo liegt der? Der bei liegt bei Olli geradeaus. Auf der anderen Seite vom Garten. Ich weiß nicht, ja, wo du ist er bist. Ja bei mir. Ich habe keine Position zu von dir, Craven. Der müsste wenn dann bei dir sein. Der hatte Kopfschuss. Wer kriecht beim grünen Wagen? Achso. Das ist Olli. Das bin ich. Siehst du auf der anderen Seite vom Garten diesen braunen Schuppen vor diesem hinter diesem Sandkasten? Quasi hinter dem Zaun, Olli. Guckst du, Hannes? Du bist jetzt, was? Nee, du bist ich beim... guck die Treppe. Der ist doch tot. Nee, der bewegt sich immer noch. Die dumme Sau. Gute. Warte mal, ich setz einen Schuss. Letzten Schuss. Versuch's. Jetzt hab ich ihn. Hast du ihn? Ja. Hast du gar nicht geschossen. Links, Olli, der linke Garten, vor dem Baum. Vor dem dicken Baum. Vor dem dicken Baum? Ja, direkt vor dem Baum liegt er. Der ist tot. Ich rück auch mal vor. Oh, komm durchs grüne Tor. Nice Schuss. Der andere da drinne? Der andere... Auch tot. Der ist auch tot. Den hab ich haben sie beide. Gut, dann sichert noch da vorne. Dass da nicht nur ein dritter rumschwallt. Der drinnen vor im Garten. M4 mit einem 60er Magazin. Ist das hier der Tote, der hier in diesem braunen Häuschen liegt? Ja, das ist der, den Olli erschossen hat. Den loote ich genau, den räume ich gerade aus. Geh mal weiter nach hinten. Links. Komm runter zu euch. Links. Und. Hier. Ja. Gerade raus. Nach hinten. Oh, fuck, hier ist noch einer. Oh. Ich weiß es nicht, wird beschossen. Hinter dem grünen Haus. Ich werde total beschossen. Ich muss hier weg. Hinter dem grünen Haus oder so, so hat sich das an. Ja, hinter dem grünen Haus. Ich werde mich korrigieren. Okay, ich versuche dran zu kommen. Ich gehe Feuerschutz. Ich versuche dran zu kommen. Es rennt nach hinten weg. Den nicht. Nach links hinten ist es weggerannt am Holzzaun in der Verlängerung. Alter. Moment, bist du Holz? Ja, ich bin nicht, mich gerade. Am grünen Haus ist links ein Holzzaun, da ist es nach hinten weggelaufen. Zack. Am grünen Haus. Ich bin jetzt auf der Höhe von dem grünen Haus. Ich kann links, also ich kann quasi nach links weggucken. Quasi wenn du links von der Schule gehst. So, ich kann hier mich. Die Rückseite. Wenn, oh, du den, Gott. Wenn wir das blaue Türchen da vorne mit dem kleinen Vordach als Eingang nehmen, kann ich die Rückseite sehen. Da sehe ich aber weder einen Holzzaun an dem Gebäude. Da sind so ein paar Baumstämme, ja, die Richtung Holzzaun zeigen. Da hinten ist noch so ein grünes Haus. Das sind zwei grüne Häuser. Und am zweiten das grünen ist Haus das, dahinten. Das hier vorne schon auf der anderen hier Seite vorne ist ein grünes Straße. Haus. Es steht das ein kaputtes rotes Auto davor. Sehe ich von hier aus nicht. Ach, du meinst das Haus. Okay. Okay, da sind zwei grüne Häuser und da hinten ist ein Holzzaun, da ist er weggelandet. An so einem dicken Baum liegt auch ein Toter. Ist der das von eben? Das ist der, ja, den das ich ist der von, hab, das ja. ist der, den. Ja, okay, dann klasse. Wurden wir jetzt eben. Mein Essen ist ruined. Ja, ist kein ja, Problem. Hätten wir alles. Ja, kriegen wir schon wieder hin. Ja, lass dich nur nicht nochmal hin. An der Treppe wieder. Oh, gut, das Essen im Rucksack ist nicht kaputt. Alles klar. Ich presse erstmal was. Wenn ihr einer reinkommt, bitte Bescheid sagen. Ich würde mir vorstellen, dass er vielleicht versucht zu zirkeln. Ja, das ist alles ruined, das Zeug, was der jetzt hier hat. Oder ich habe ihn abgeräumt, ich habe es aber nicht gesehen. Der Typ, den ich gekillt habe, der hat nur noch ruined. Der andere hier dürfte eigentlich nicht so ruined sein. Ich bin der Meinung, dass er zweimal ins Gesicht gekriegt hat. Einmal wahrscheinlich in den Helm. Anak NFX, mein Glück haben wir nice. Gut abgenommen, können wir dich nachher wieder hochheilen. Ja, ja. Für Notfall hat Olli 0 plus, das ist dieselbe Gruppe, die ich habe. Ich hab auch ein Blue Pack für mich mit. Wir haben uns vorhin gegenseitig Blut abgezapft. Da hast du auch 0 plus oder was? Ja, nee, er hat mir abgezapft und ich habe ihm abgezapft. Ich weiß nicht, was ich habe, aber für mich, falls ich. So, da läuft Craven gerade rum, ja? Zum Tor. Ja, zum ja, ja. Okay, ja, dann pass auf, dass er da hinten links nicht irgendwo ist. Wie kriege ich denn jetzt eigentlich neue Kugeln in mein Magazin? Einfach ein neues Magazin Munition reinschieben. Aufziehen. Oder Munition aufs Magazin. Du musst aber ein Entladen, das darf nicht in der Waffe dran stecken. Aufs Magazin erst raus. Ja, this 30 Stunner cannot fit mit bla 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 bla. Das verstehe ich nicht. Falsche Munition. Du hast die falsche. Stunner Munition geht da ja nicht rein. Du musst ja. Ja. Du brauchst die 556er. Achso. Die 726er. Habe ich da welche von? Nee. Vor allem der Typ, den ich erschossen habe, hat drei Schüsse rausgekriegt. Mehr nicht.
Ansonsten, ich habe jetzt noch 13 Kugeln da drin, ansonsten muss ich halt ein richtiges Magazin reinstecken, ein anderes. Ich habe jetzt das Doppelte drin. Die Waffe, die Kugeln bleiben ja in dem Magazin, das ist ja kein Problem. Du kannst das Magazin hinterher immer noch auffüllen. Ja, ich mache jetzt erstmal ein neues Magazin rein, dass ich 30 Schuss habe. Ja. Scheiße, keine Ahnung, wo der Typ ist. Hast du denn noch einen hinten rausrennen sehen? Diesen letzten, weil, den hat der Hannes gesehen. Ich habe da den auch gesehen, Hannes. Der war beim grünen Haus halt. Von mir Ich habe ja volles Programm in das Haus reingehalten. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn umgeblasen habe. Nee, der ist ziemlich schnell gelaufen und hat nicht geblutet. Also sah nicht danach aus. Aber der hat, glaube ich, Schiss gehabt, weil der ist Doppel-W gelaufen. Ja klar, ist der Doppel-W gelaufen. Natürlich ist der Doppel-W gelaufen, Alter. Meinst du, der Mates wurden erschossen und zwar sowas von hart? Weißt ja nicht, ob die zusammengehören. Den Krach hier, den hast du ja meilenweit gehört. Das lockt natürlich Meute an. Glaube ich aber für dich mit, dass das alle gehört haben. Irgendeiner von euch ist aber schon noch jetzt hier und passt auf den Eingang. Ich bin auf der Treppe. Ich dachte, ich die Leiter. Alles klar, gut, ich bin ja bei der anderen Leiter, das kriege ich ja mit, wenn da einer hochkommt. Ja, der muss aber an Hannes S vorbei, weil es ist ja die Erdgeschossleiter. Stimmt. Eigentlich. Ja, das Ding. Dann Ghost wäre jetzt natürlich noch ein Problem, aber. Ja, der Craven macht da oben schon in dem Gebäude rum. Ich geh jetzt mal hier in das Haus rein, weil dann kann ich nämlich hier mal an ein Fenster und gucken. Auch irgendwer von euch Standard-Munition? Hab ich einen. Geht er da am Zaun? Sollen wir alle hinlegen oder so? Zum Detektieren? Nee, man hat gerade null Bewegung. Es sieht aus wie so ein Dingenshelm, wie so ein Flughelm, wie Craven aufhat. Bewegt okay, sich allerdings über. Ja, wo du bist, weiß ich. Wer ist in dem Häuschen, in dem Holzhäuschen? Gartenhäuschen? Ich. Das bin ich. Den hab ich ja. Habt ihr Einsicht auf diesen kleinen Industrial-Schuppen mit diesen komischen Dreiecktüren da? Also diese Dreieckformen drauf zu Jungs, habt ihr eigentlich die anderen schon gelootet? Nee, ne, der liegt zu offen. Ne, ja, der liegt gerade völlig zu offen, also da kannst du nicht dran gehen. Jungs, ich renn mal in eure Richtung. Gib mir mal Feuerschutz, falls irgendwas auf mich schießt. Der kann sich halt, also wenn er sich tatsächlich zurückgezogen hat, ist er bis in die Waldgrenze da oben und dann wird's scheiße. Gut, ich bin aus dem Gefahrengebiet raus. Das sagst du. Hoffe ich. Dann ich weiter zur Schule. Hannes, ein Freund kommt. Ein Freund, richtig, ein Freund kommt gleich. Ja, der Witz gibt gleich unten die Salbe. Achso, sag das doch, dass ein Freund kommt. Okay, und das da vorne war hoffentlich wieder Craven. Inzwischen die SKS Vollautomatik AK umgebaut. Okay, da kommt der. Hallo. Wow. Wer ist denn das hier? Militärcamp und alles? Bei uns, wir sind alle in der Schule. Wir sind alle in der Schule. Schießen. Weiß ich nicht, ob ich ihn hab. Oh, Moment, ich hab dich gesehen. Wo ist denn der andere dann hingelaufen? Ja, Schüsse immer noch. Ja. Liegt der auf dem Boden? Hab ihn. Hast du ihn? Klar. Nice. Der ist definitiv hinüber. Blutet mich mal. Gib mir mal mein Blut. Ich bin aber immer noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich alle gewesen sind. Also wir sollten wirklich nochmal in Deckung bleiben. Ja. Ich pack jetzt im Übrigen wieder ein neues Magazin rein. Gut. Ihr habt's ja gehört. Ja. Und oder was? Ja, ich muss. Nö, aber. Wo ist denn mein Blut drin? Wo hab ich das denn reingepackt? Ach, hier hab ich das reingepackt. Oh, nee, eigentlich passt noch. Lass die Hardcase ist die so. Da läuft einer hier bei so einem großen weißen Haus. Hier rechts, also da wo Olli guckt, in die Richtung, bei so einem Betonzaun, auf der Straße. Oh ja, da ist einer! Guckt um die Ecke. Ja, nicht das. Craven, du bist es nicht? Craven, pass auf! Ich stehe hier hinten an so einem braunen Haus. Das ist ein anderer. Der hat ein Militärzeug an. Der hat keinen weißen Kopf auf. Rutscht mal hier bei eurer Mauer links ran. Rutscht mal links an die Mauer. Gib mir mal eine Positionsangabe. Nicht, dass ich jetzt in die Knarre reinrenne. Ich zieh mich mal in das Haus rechts, zurück. Von dem Bauwagen rechts. Ich geh in das Haus, wo ich eben gewesen bin, weißt du noch? Ja, welcher Zaun? Der hier direkt rechts, vorne am orangen Gebäude? Wenn du jetzt hier ans weiße Haus guckst, siehst du ganz rechts außen so einen kleinen Schuppen. An welches weiße Haus? An welches weiße Haus? Das rote Haus hier vorne an der Straße und das rechts daneben. Da ist rechts so ein Zaun, ein Holzzaun. Da außen ist er lang. Das heißt, der ist noch weiter außen unterwegs. Ja. Ist der ja Richtung uns hier? Also kann es sein, dass wir die Schule umrundet? Richtung weg. Richtung Craven quasi. Ja, der rennt Richtung Craven. Haus irgendwo lang, würde ich sagen. Hat um den Alter, Zaun rumgeguckt. Mann, jetzt ist ja hier richtig viel Action. Ja, ohne Witz, ey. Das lohnt sich ja richtig.
Was ist jetzt mit deinem Blut? Ja. Es ist ja noch nichts anderes angezeigt, also ich weiß auch nicht, wie das hier ist. Kriecht hier oben gerade einer von euch auf dem Dach oder so? Ich krieche hier so ein bisschen hin und her, wenn du das meinst. Gut.